Anne. Kannst du mal kurz vorbeikommen? Ich muss mal mit dir reden. Was ist denn jetzt los? Ja, das war ganz großer Mist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon wieder eine Absage bekommen und das Bewerbungsgespräch, es lief so gut und dann kam diese Absage und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche dieses Praktikum, ansonsten kann ich nicht weiter studieren. Und ich habe jetzt noch ein Bewerbungsgespräch. Und wenn das wieder nicht funktioniert, was mache ich denn dann? So darfst du gar nicht denken. Du musst da morgen hingehen, als wäre es dein erstes Bewerbungsgespräch und als hättest du noch keine Absagen bekommen. Herein. Guten Tag. Ich bin Anna Kislowski. Hallo Frau Kislowski. Setzen Sie sich doch. Ich bin hier, um mich für die Praktikumsplatz als Maschinenbauingenieurin zu bewerben. Ja, Frau Kislowski. Weshalb haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden? Also, ich hatte schon immer die Ambition, eines Tages in diesem Beruf zu arbeiten. Ich beschäftige mich unglaublich gerne in meiner Freizeit mit Technik oder mit Maschinen. Auch in der Schule war es generell immer so, dass ich in technischen bzw. naturwissenschaftlichen Fächern grundsätzlich sehr gute Leistungen erbracht habe. Ich befinde mich gerade mitten in meinem Studium und dieses Praktikum wäre sozusagen der krönende Abschluss dafür. Was ist Ihr Spezialgebiet im Bereich des Maschinenbaus? Mein Spezialgebiet ist die Strömungslehre. Nun, Frau Kislowski, Sie sind unsere einzige Bewerberin. Was unterscheidet Sie denn als Frau von Ihren männlichen Mitbewerberinnen? Was zeichnen Sie da besonders aus? Was hebt Sie ab? Ja, ich weiß, dass es als Frau besonders in dieser Weise relativ schwer ist, genommen zu werden. Aber ich denke, ich kann ebenso hart arbeiten, wenn nicht sogar besser als die anderen männlichen Mitarbeiter. Ich habe den gleichen Leistungswillen. Ich habe die gleichen Ambitionen und ich bin ebenso fähig, diesen Beruf auszuführen. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, mich einzustellen. Ich habe die Qualifikation, ich habe die Ambitionen und ich bin geeignet dafür. Ja, Frau Kislowski, das war ein interessantes Gespräch mit Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke Ihnen. In 2 Wochen erhalten Sie dann einen Bestätigungsbrief von uns. Der kommt dann auf den Postweg zu Ihnen. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dann. Vielen Dank für die Zeit. Thank you.